Sie sind eher rar gesät, die männlichen Erzieher. Doch in der Kita Kinderland gibt es einen von ihnen. Andreas Herzig aus Güstrow mit seinen 37 Jahren ist seit 2 Jahren im Hortbereich der Einrichtung tätig. Er kümmert sich um die Erstklässler, wenn sie ankommen. Zuerst gibt es noch etwas Mittagessen und anschließend dürfen die Schüler erst einmal spielen, um den Kopf frei zu bekommen. Andreas Herzig war nach seiner Ausbildung als Heilerziehungspfleger im Kindergarten tätig, hat sich vor 2 Jahren aber für die Hortkinder entschieden. Neben der Arbeit mit und am Menschen ist es die Abwechslung, die Andreas Herzig an seinem Beruf besonders liebt. Man kann viel mit den Kindern machen, unternehmen, basteln, wandern gehen und ja, also es ist auch irgendwo eine Herausforderung. Am Vormittag hilft Andreas Herzig im Kindergartenbereich und am Nachmittag ist er für die Hortkinder da. Er leitet die Kinder an, sich ein Spiel zu suchen, hilft ihnen aber auch bei den Hausaufgaben. Insbesondere bei den Erstklässlern ist die Kontrolle doch notwendig. Ein Mann als Erzieher, Andreas Herzig sieht darin viel Positives. Viele Mütter sind ja auch alleinerziehend und da kommt das gerade richtig gut, wenn die Kinder tagsüber dann auch mal beziehungsweise eine männliche Bezugsperson haben, die den Alltag der Kinder ausfüllt. Vor allem für die Jungs könnte das tatsächlich wichtig sein. Die Jungs begeistert auch Abdul Aziz Bayrak aus Güstrow. Der 20-Jährige hatte bereits in seiner Bewerbungszeit während der Schule gut überlegt, in welcher Richtung er seine Ausbildung absolvieren möchte. Ein Freund war in diesem Berufsfeld tätig, von daher war dieser Weg nicht ganz uninteressant für ihn. Also entschied er sich für die 2-jährige Ausbildung zum Sozialassistenten und anschließend weitere 2 Jahre zum Heilerziehungspfleger. Was braucht man als Erzieher? Sagen wir so, eigentlich muss man Hand haben dafür, dass man mit Kindern arbeitet. Man muss den Lernpegel hier aushalten können und man muss auch fürsorglich sein für die Kinder. Also wenn die mal Schmerzen haben oder Trauer oder so. Und wenn manche Freundschaften oder so bei den Kindern in Brüche gehen, kommen sie auch zu mir an. Und da muss man auch wissen, wie man auf die Kinder eingeht oder so. Wie man den Mut macht und so. Und das sind schon bestimmte Fähigkeiten, die einem so als Erzieher ausmachen. Gern wird von den Jungs Fußball gespielt. Dafür steht Abdul Aziz Bayrak natürlich zur Verfügung. Auch wenn es bei diesem Sport ganz schön hart zugeht, die Jungen lieben Fußball in allen Varianten. Hier können sie auch kaum aufhören. Doch der Erzieher, der vor wenigen Wochen seinen Abschluss gemacht hat, baut auch gern mit den Kindern große Türme. Er kann sie mitziehen, weil er selbst begeistert ist. Es ist ein sehr, sehr schöner Berufsanfang. Ich habe ja damals schon hier mein Praktikum absolviert. Dementsprechend kannte ich schon einen Großteil der Kinder. Und es hat mir Freude gemacht, auch die neuen Kinder kennenzulernen, mit ihren Eigenschaften und so. Schade eigentlich, dass dieser Beruf so wenig von Männern ausgewählt wird. Auch in den derzeitigen Ausbildungsklassen zum Erzieher sind im 2. Ausbildungsjahr gerade mal 2 und im 1. Ausbildungsjahr 5 Männer. Woran liegt das eigentlich? In meiner alten Klasse, da sind sehr, sehr viele in den Jugendbereich reingegangen. Und ich war der Einzige, der dann halt gesagt hat, gut, ich werde mit Kindern zusammenarbeiten. Und ich weiß eigentlich nicht, wieso. Ich glaube, die Männer haben halt so ihre anderen Interessen gefunden. So, es hängt ja nicht von dem Geschlecht ab, ist im Allgemeinen von der Zuneigung. Ich denke mal, dass es vielleicht auch an der alten Vorstellung liegt, dass nur die Frauen für die Erziehung der Kinder zuständig sind. Früher war es ja auch so, dass in diesem Berufsfeld hauptsächlich nur Erzieherinnen gearbeitet haben. Und da hieß es nur die Kindergärtnerin. Und die Erzieherin war eigentlich die Ersatzmutter für die Kinder, deren Eltern, also die Mama, arbeiten geht. Ein Aufruf vor einigen Jahren sollte schließlich mehr Männer in die Einrichtungen bringen. Zu Anfang war das wohl für viele gewöhnungsbedürftig. Doch es wäre schön, wenn sich mehr Männer für den Beruf eines Erziehers entscheiden. Ob in Kita, Hort oder Jugendclub, überall werden auch männliche Gegenüber für die Kinder und Jugendlichen benötigt.